Ich habe ja eigentlich in meinem letzten DVD-Update gesagt, dass ich es jetzt wirklich kürzer angehen will im Dezember mit den Videos. Und das ist auch wirklich so, aber ich kann es auch nicht ganz lassen. Und da es ja Jahresende ist und alle ihre Top 10 und Top 50 und Hostel-Gesänge raushauen bzw. raushauen werden, habe ich mir auch überlegt, dass ich ja ein bisschen dieses Jahr, wo ich wieder angefangen habe, Filme zu sammeln, Revue passieren lassen kann, indem ich euch auch ein paar meiner Top 5 vorstelle. Und zwar meine Top 5 Mediabooks, meine Top 5 kleinen Hardboxen, meine Top 5 großen Hardboxen und natürlich meine Top 5 Filme. Das ist alles, muss man sagen, jetzt nicht, das sind nicht nur Releases, die dieses Jahr rausgekommen sind, die sind auch alle älter. Dadurch, dass ich ja erst dieses Jahr wieder mit dem Sammeln begonnen habe, ist es dieses Jahr wirklich so, dass auch hier sehr viele Sachen dabei sind, die in den letzten Jahren rausgekommen sind. Also alle, die aktuelle Releases sehen wollen, beziehungsweise die New Releases von diesem Jahr sehen wollen, leider, sorry. Ich habe mir auch einfach sehr viel nachgekauft, beziehungsweise einfach zur Komplettierung meiner Sammlung von gewissen Reihen habe ich auch einfach mir Sachen geholt, die schon ewig auf dem Markt sind, beziehungsweise vergriffen sind. Und ich würde trotzdem sagen, wer will, schaut sich das alles an. Und wer nicht, ja, wünsche ich trotzdem einen guten Rutsch und freut euch auf Jänner. Da kommt einiges auf diesem Kanal. Und ich würde sagen, wir starten auch gleich. Und zwar mit den Top 5 Mediabooks. Wir beginnen also jetzt mit den Top 5 Mediabooks aus dem Jahre 2020, die wirklich auch im Jahre 2020 überraschenderweise erschienen sind und somit auch wirklich etwas an Aktualität haben. Jedoch muss ich vorausschicken, da sind hier nicht alle Mediabooks vorhanden, die wirklich dieses Jahr großartig waren und die einen Platz in den Top 5 verdient hätten, weil ich hab kein Goldscheißer und kann mir nicht einfach alles kaufen. Somit ist das, was ich jetzt hier zeige, wirklich das, was ich in meinem Regal habe und wo ich sage, okay, das ist wirklich das Geilste, was gerade mein Regal hergibt an Mediabooks. Und da ist es auch so, dass ein Label relativ dominant ist, das auch wahrscheinlich Platz 1 oder 2 bekommen würde, wenn ich eine Top-Label-List machen würde, nämlich Wicked Vision. Und wir haben hier auch auf Platz Nummer 5 bei mir einen Film, der mir einfach so gut gefallen hat, dass ich sogar ein Review dazu gemacht habe, nämlich den Highway zur Hölle, den ich hier im Cover C vorliegen habe mit einem Artwork von Timo Würz, mit den zwei Hauptprotagonisten vorne, mit dem Antagonisten, der absolut cool mit Sonnenbrille hier in die Ferne blickt. Sein Brümter, der Brümter, der Schriftzug Highway zur Hölle, die Flammen und das Pentagramm mit diesem geilen rot-violett-gelb Farbspiel. Das sieht alles schon relativ, relativ geil aus, zu auch einem sehr, sehr coolen Streifen, wo wirklich Spaß an oberster Stelle steht. Klassisch hier haben wir einen Spine von Wicked Vision, der wirklich einfach nur schön zum Anschauen ist, der sich auch neben den anderen Wicked Vision Titeln wunderbar im Regal macht. Und auf dem Backcover bekommen wir auch wieder den klassischen Look mit der üblichen Inhaltsangabe, ein paar Bildern, Credits und Informationen zur Disc. Top 5, also Platz Nummer 5 hier, hat der Highway zur Hölle eingefahren mit seinem wirklich coolen Artwork von Timo Würz. Platz Nummer 4 geht, und soweit darf ich vorgreifen, ebenfalls an das Label Wicked Vision, wo auch wirklich einer der Zeichner für Covers schlechthin vertreten ist. Nämlich, wir haben hier auf Platz Nummer 4 das Cover-Artwork von Ralf Krause zu I Bought a Vampire Motorcycle. Und holy fucking shit, muss man zu diesem grenzgenialen Artwork noch irgendwas sagen. Das zentrale Vampir-Moped mit den blutigen Speeren, der enthauptete Schädel, die schreckenverzerrten Gesichter, das klassische Artwork eines Ralf Krause, dieses leicht digital bearbeitete,
das sieht einfach herrlich aus. Und das ist auch das, was ich davor bei Highway zur Hölle angesprochen habe. Das sieht einfach schön im Regal aus. Auch aus, wenn das hier nebeneinander steht. Das sieht einfach geil aus. Das sieht einfach schön aus. So muss das Ganze sein. Und auch hier hinten bekommen wir gleich wie bei Highway zur Hölle einen einheitlichen Look mit Inhaltsangabe, Bildern, Credits und Informationen zu den Discs. Das Cover Artwork selber sehr dunkel gehalten mit vielen Blau- und Schwarztönen drin. Wieder ein leichter Violettstrich und eben dieses digital bearbeitete Artwork lassen dieses Cover einen würdigen Platz 4 sein. Wir kommen zur ersten Podiumsdiskussion und da habe ich mir wirklich, wirklich schwer getan. Denn dieser Film war nicht nur absolut grenzgenial, sondern er hat auch ein absolut grenzgeniales Cover-Artwork. Und da kommen wir zu meinem zweiten Lieblingslabel, nämlich zu Midori Impulse und zum absolut super genialen, geilen Cover-Artwork von Why Don't You Play in Hell. Und holy hell, muss man zu diesem Artwork auch noch irgendetwas sagen? Der Schriftzug in der Blutlache, die Spiegelungen des Akteurs hier in der Blutlache, wie grenzgenial schaut das bitte aus? Das sieht einfach absolut herrlich aus. Hinten bekommen wir auch wieder Inhaltsangabe, Extras, Credits, Informationen zu den Discs und ein paar Bilder. Der Film selber ist im Grunde, finde ich, die japanische Antwort auf Quentin Tarantino. Absolut herrlich. Das Cover C hier habe ich zum Glück noch bekommen. Das Ding sieht einfach optisch unglaublich genial aus. Hebt sich auch jetzt hier wirklich von den Platz 4 und 5 ab. Da es, finde ich, so wirklich ein Vollbild-Cover ist, ohne irgendwie eine Idee eines Rahmen, wie man es hier beispielsweise leicht angedeutet hat bei I Bought a Vampire Motorcycle. Hier hat man wirklich ein Vollbildcover mit einer unglaublich geilen Qualität, mit unglaublich coolen Effekten drin. Ein würdiger Platz 2 für Midori Impulse mit Why Don't You Play in Hell. Es wird jetzt spannend, liebe Fans. Wir kommen zu Platz 2. Und ich muss sagen, da fiel es mir relativ leicht, Platz 2 zu krönen. Denn Platz 1 ist einfach ein Mediabook, was ungeschlagen dieses Jahr ist und was, glaube ich, auch noch weiter ungeschlagen sein wird. Aber Platz 2 haben wir uns somit dreimal in meiner Top 5 vertreten, einfach weil es so geil ist. Wicked Vision, wieder Ralf Krause und dieses Mal das Mediabook zu Destroyers. Und Alter, ganz ehrlich, muss ich zu diesem Artwork auch noch irgendwas sagen? Man hat da einfach alles. Oh, man hat Roboter, man hat Explosionen, man hat Waffen, man hat Mini-Roboter, man hat Hybrid aus Mensch und Roboter, man hat Ninjas, man hat Laser, man hat Blitze. Also, das ist einfach eines der geilsten Covers von Wicked Vision, die dieses Jahr rausgekommen sind. Zu einem Film, wo ich sagen muss, ja, der ist ganz nett, aber auch jetzt nicht so über drüber ein cooler 90er Actionfilm auf jeden Fall. Mit, je länger man aufs Cover drauf sieht, man hier hinten auch noch ein paar leichte Details erkennen kann und vorne einfach, das erschlägt einen förmlich, dieses Cover Artwork. Absolut großartig und hier wieder mit diesem geilen Schriftzug, was einfach sich schön im Regal macht. Wieder hinten klassisch, wie es Wicked Vision immer hält, mit Inhaltsangabebildern, Credits und Informationen zu den Discs. Platz 2 finde ich absolut würdig von meinem, glaube ich, wirklich Label des Jahres. Wicked Vision,
das Mediabook zu Destroyers mit dem Artwork von Ralf Krause. Und ja, es kann nur eins sein. Es kann dieses Jahr nur ein Label ein grenzgeniales Mediabook rausgebracht haben. Ich rede von dem Label Nameless. Und ich rede selbstverständlich von dem Mediabook zu Ghost in the Machine im Cover B. Dieses Cover-Artwerk mit den Partial-Gloss-Effekten beim Blitz. Dieses Artwerk mit alleine dem Frontcover, mit der blutigen Schrift, diesen grenzgenialen Effekten auf der Protagonistin, dem Kopf in der Mikrowelle, der ebenfalls einen leichten Gloss-Effekt drin hat, eben auch die Blitze, wie man hier sehen kann, diesen Partial Gloss Effekt oben hat, die Waschmaschine, die einen Tsunami ähnelt. Wer auch immer dieses Artwerk gestaltet hat, ist ein fucking Künstler. Denn das geht jetzt hier nicht nur weiter, dass man sagt, okay, das ist ein absolut grenzgeniales Frontcover-Motiv, was allein dafür schon Platz 1 verdient hat. Nein, es geht, dieses Cover setzt sich auf dem Spine fort und kommt dann hinten ebenfalls noch einmal zur Geltung, und somit haben wir hier wirklich ein komplett Cover Artwork, was einfach seinesgleichen versucht. Dieses Cover ist einfach nur sowas von grenzgenial. Man hat hier auch auf dem Backcover diese leichten Partial Gloss Effekte auf den Blitzen. Man hat, ja, was soll ich dazu noch sagen? Man hat hier einfach ein Cover-Artwerk für ein Mediabook, was, glaube ich, in den nächsten Jahren relativ einsam und verlassen auf Platz 1 der Mediabook-Bestenliste sein wird, was Design angeht. Ghost in the Machine, wirklich eines der geilsten Cover-Artwerks, die ich jemals in meinem ganzen Leben gesehen habe.